Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 30. Last of Us 2 Video. Ja, Freunde, genau heute, beziehungsweise ungefähr vor einem Monat, haben wir angefangen mit dieser Let's Play-Reihe. Heute ist die 30. Folge gekommen und das heißt natürlich, dass es hier ein kleines, aber feines Special geben wird. Und zwar werden wir heute 90 Minuten zocken. Wir sind langsam, aber sicher in Richtung Finale, glaube ich, immer noch so 4 bis 5 Stunden, die wir offen haben. Und ja, ihr habt die letzten Folgen auch alle unnormal gefeiert. Gestern kam kein Video, weil ich war mit meiner Familie campen und bin sehr spät nach Hause gekommen und wollte das Video nicht zu spät hochladen. Und ja, Freunde, lasst alle für dieses Special die 6000 Likes da. Ich will jetzt an jeden, der gerade zuschaut und einen YouTube-Account hat, einfach mal einen dicken Daumen nach oben sehen und einen schönen Kommentar sehen. Wir haben genau hier aufgehört, wo wir mit Abby und Jarak in dem Dorf des Gas angekommen sind. Wir sind ja auf der Suche nach Lekkerlev und letzte Folge kam uns ja auch Tommy in die Quere und das war einfach so ein geiles Feeling, wo wir gegen den gekämpft haben und sowas. Das hat so Bock gemacht und genau hier machen wir jetzt weiter, denn hier haben wir gespeichert und jetzt müssen wir Lev finden und sind hier auf der Insel des Gars. Und hier müssen wir jetzt ganz langsam, aber sicher vorgehen und müssen aufpassen, dass uns keiner erwischt. Wir haben noch gerade einen Schalldämpfer dran an der Waffe. Hallo, hallo! Nicht, dass die mich da noch sehen. Da ist, glaube ich, keiner, ne? Wir haben nur da hinten jemanden. So, ganz langsam. Der kommt schon auf uns zu. Freunde, nimmt den Like-Button auseinander. Unbedingt. Resident Evil wird natürlich auch noch kommen. Ich bin ja auch bald im Urlaub. Und da wird euch eine kleine Überraschung erwarten. Ethan! Hinterhalt! Was? Oh nein! Oh nein! Ach du Scheiße! Die hat das gesehen, die eine! Durchkämmen wir das Gebiet. Nein! Schnell! Das kam von da drüben! Ich habe keinen Schalldämpfer mehr. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Oh mein Gott, da oben am Fenster auch noch. Oder? Ein Wolf ist im Dorf! Ey, wer hat mich denn gesehen? Aus, hinter mir! Nein! Stopp! Scheiße, ich wollte halt auf Undercover bleiben. Egal, dann machen wir es jetzt auf die Rillepeter-Art und Weise. Und zwar die hier. Bam, Junge! Nobody has a chance versus me. Was schreist du so, du Hund? Niemand weiß, wo ich bin. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße, da kommt wieder einer mit der Axt, Alter. Den kannst du wieder dreimal auf den Kopf schießen, der überlebt trotzdem. Und er pfeift. Wisst ihr, warum er pfeift? Damit er sagen kann, ich bin noch am Leben. Als ob man das nicht hört, wie der Schuss an einem vorbeigeht. Und der nächste ist tot. Was macht denn die Jarak da, Alter? Die hat unseren ganzen Plan aufgemischt. Warum zeigt sie sich denn? Die soll sich doch nicht zeigen. Mann, Jarak, Jarak, Jarak. Schieß doch, Alter. Braucht die da 10 Jahre zum Schießen, die Abby, ey? Wir müssen da mal ein bisschen auf unser Leben aufpassen. Ich würde sagen, wir nehmen mal trotzdem erstmal hier einen Weg. Okay. So. Zeig dich. 3. Boah, ich habe eigentlich genau geschossen auf ihren Kopf. What the hell? Surprise, Mother. Hallo? Ey, ich hab doch. Alter. Bei Gott. Bei Gott, diese Abby ist einfach nur scheiße. Die sollte man wirklich einfach wie der Owen in die Ecke schmeißen, an die Haare packen und bam. Ey. Also guck mal, ich bin hinter denen. Ich drück Dreieck, damit die lautlos von hinten ausschaltet. Nein, es wird kein Dreieck angezeigt. Egal, wir haben jetzt nochmal eine neue Chance, uns auf Undercover hier zu beweisen. Ja klar, Digga, du bist der Bulle von Tölz, Digga. Du überlebst jeden Schuss, du Schwanz, Digga. Ey. Ja, du schluckst alles hier, du schluckst. Alter. Komm, schlag nochmal zu. Komm, schlag zu. Schlag zu. Hier, du Hund mit deiner scheiß verkackten Drecksaxt, Alter. Ey, gerade ringen mich alle auf. Ey. Jetzt mache ich kurz einen Prozess. Mir ist scheißegal. Jetzt mache ich kurz einen Prozess. Ja, diese scheiß Skars, Alter. Die Indianer hier, ey.
Ey! Bruder, das ist doch nicht normal, Alter. Bin ich im Indianerdorf hier gelandet, oder was? Meine Fresse, gehen die mir gerade alle auf den Sack hier, Alter. Vor allem diese Abby, Alter. Die braucht Jahre, bis die reagiert, die. Ey! So. Ist mir scheißegal. Ich werde die gleich alle verbrennen. Ich werde das ganze Dorf hier niederbrennen. Ist mir scheißegal, Digga. Ist mir scheißegal. So, kommt jetzt bitte alle her. Bitte kommt jetzt alle her. Guck mal, immer alle schön in Deckung und verstecken, ne? Hier, du Schwanz. Komm, zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Ich baller dir gleich so die Hand weg mit der Pumpgun. Du Hund. Hier, Alter. Alter, Junge, was geht hier ab? Verdammte Scheiße, ey. Da oben war noch einer. Wo ist der? Ja, klar, der hat sich wieder aufgelöst. Was pfeifst du so? Ja, Mann, Alter, ich hab jetzt so... Von links kommt auch noch einer. Ich sehe den noch von links hier. Halt doch die... Ist der da am Schreien, Alter. Ich muss den da oben holen mit seinem scheiß Pfeil und Bogen, ey. Er denkt, er wäre Legolas, das Herr der Ringe. Fertige mal lieber Medipack an. Ach, kann sie nicht. Oder fehlt ein Tuch, ein Lappen fehlt. Ein Lappen hat sie zu Hause, den Owen. Oh, wir haben ein bisschen Leben gefunden. Ey. In deinen Kopf, ey. Ich hoffe, das hat so schön... Oh, wirklich, Alter. Und da ist noch jemand. Hier, auch in deinen Kopf rein. Jetzt Abby böse. Abby böse. Und töten alles, was in den Weg kommt. Ich glaube, das war's. Alles okay? Nur außer Atem. Boah, ey, habt ihr euch gerade auch so aufgeregt? Teilweise. Oh, wir haben wieder ein bisschen Leben gefunden. Haben wir jetzt mal. Wir brauchen immer noch einen halben Lappen, ey. Einen halben Lappen, damit wir das hier aufrüsten können. So, wichtig natürlich auch zu looten hier. Ey, es ist so verdammt nochmal warm hier geworden. Ey, das ist nicht normal. Camping war auf jeden Fall sehr, sehr schön, Leute. Ich habe euch ja auch ein bisschen was erzählt im Stream gestern. Ja, beruhig dich doch. Stark, Abby. Wunderschön gesprungen ist sie da. Abby, wundervoll gesprungen. Voll, voll, dada, voll, voll, Sponschka. Ja, water, guck mal, fufu, ja. Wow, schönes Wasser haben wir hier. So, weil ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Ich habe euch ja gesagt, wir wollen natürlich auch looten. Vielleicht finden wir hier was. Guck mal hier, alles liegt hier noch rum. Wir lassen hier einfach alles liegen, ey. Jawohl, wir haben den Lappen gefunden. Siehst du, wie wichtig das war, dass wir zurückgekommen? Und es fehlt uns jetzt ein Viertellappen. Ein Viertellappen. Könnt ihr direkt mitnehmen. Ich bin auch ein Lappen. Hey, Spaß. Heute hat der Öni wieder einen Clown gefrühstückt. Ja. Die Insel des Gas, Alter. Die pfeifen gerne. Die Pfeifer, Alter. Die sollen nochmal ein Pfeifkonzert geben. So, müssen jetzt wieder zum Jarak. Jara. Kennt ihr jemanden, der Jara heißt? Ich kenne einen, die heißt Armina. Da haben viele immer gesagt, Aminako eben. Okay, komm. Es geht weiter in die Höhle des Löwen. Zaru! Ah, ja! Und was noch mal wetten? Gleich kommt wieder irgendein Pfeil und Bogen aus der Ecke geschossen. Gleich wird wieder gepfiffen hier. Fifiko! Gleich wird wieder gepfiffen. Ich hoffe, ihr habt mich alle vermisst, Leute. Oh, shit. Oh, Alter. Scheiße. Was ist das denn? Wir beschützen uns. Yara, wir müssen hier weg. Isaac, was tust du da? Wow. Ach, das ist Isaac? Der ist da gerade mit dem Boot am Ankommen. Das ist ein Geschenk. Ach du Scheiße, ey. Jetzt in unserem Gebiet zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Nein, das war's. Durch ihre Liebe. Ah! Nette Stimme, glaube ich, von Nathan Drake gerade wieder gehabt. Woher kam die denn auf einmal hergerannt, ey? Wisst ihr, wie laut so ein scheiß Schuss ist? Das müssten die auf der anderen Insel noch gehört haben, normalerweise. Das war gerade unnormal laut. Unnormal. Krank, dass hier wieder mit dem Regen aussieht, ne, ey. Das Spiel ist wirklich ein Meisterwerk. Dafür hätte ich sogar ganz ehrlich 100 Euro gezahlt. 100 Euro hätte ich zack, sofort auf den Tisch gelegt. Oh, da haben wir eine Werkkammer. Ich glaube, hier ist niemand. So, lass uns ja auch nochmal die Briefe und sowas angucken. Was wir hier so Schönes haben.
Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war. Aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat, also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemandem versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder im Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin und jeder Kummer war wie weggeblasen. Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Haven, um mich zu beruhigen. Aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt vom ältesten Dunjan. Aber selbst die war heute irgendwas anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unseren Lebzeiten gelingt. Es ist ein ewiger Kampf, heute habe ich viel nachzudenken. Da haben sich aber ganz schön viel Kopf gemacht. Aber wisst ihr, ein oder andere machen sich einen Pfeifenkopf. Was machen die sich für einen Kopf? Hör mal auf. Rille Peter wieder komplett auf Rimmel. Heute habe ich so Bock auf das Special, Digga. Ich habe so Bock auf das Special. Guck mal noch ein bisschen, ob wir unsere Waffen hier aufrüsten können. Es wäre halt geil bei dieser einen Waffe, die mit dem Zielfernrohr, dass wir da ein bisschen mehr Muni haben. Aber ich glaube, das geht nicht. Dann haben wir schon alles. Wir können halt hier haben wir alles. Nachladegeschwindigkeit, Kapazität, Feuerstoß. Ja, komm, machen wir mal bei der Waffe einen Feuerstoß. Das können wir noch upgraden. Kostet 80. Perfekt. Ist auf jeden Fall besser. Weil die Waffe benutzen wir eigentlich auch ziemlich oft. Deshalb muss die auch dementsprechend umgebaut werden. So, also diese Woche kann ich euch eins sagen, mit Last of Us leider zu Ende gehen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Wir sind schon bei 21 Stunden Spielzeit und ich denke, wir werden so 25 brauchen, also circa 4 bis 5 Stunden noch. Heute auch wieder anderthalb, das heißt, ja, das Ende kommt immer näher und näher. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Rückers. Super. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn dieses Spiel vorbei ist, Alter, wirklich. Das ist so unnormal, Digga. Das ist einfach eine andere Dimension, auch von der Länge, wie lange man das spielt und so. Alter, was zur Hölle. Boah, sieht echt krank aus, ne? Sieht echt krank aus. Das sieht aus wie dieses Ding, was Nathan hinten, Nathan im Knast gefunden hat, als er im Knast war. Wisst ihr das noch? Oh, links lag auch noch was. Lass uns erstmal hier lesen. Meine Prophetin, mögst du meine Worte hören? Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zu sehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves abgeschlachtet wurden. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wir ehren Henrys Märtyrertum, indem wir uns wieder um Moira kümmern, aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Also das ist quasi so ein Gebetsraum, wo Leute ihre Gebete reinschreiben können, auf Zetteln. Bitte beschütze ihn. Hilekerlef, stell mal vor, wir kommen an und genau in dem Moment tötet Isaac Hilef. Ich bin gespannt, was hier noch alles jetzt passieren wird, Leute. Ich merke, es geht langsam, aber sicher dem Finale zu. Wohin gehen wir? Oha, der ist teleportiert, habt ihr das gesehen? Einfach Teleportation gemacht. Sangoku. Okay, Step by Step. Dafür haben wir ja zum Glück hier diese schönen Felder. Ja, wir können die nicht sehen. Meint ihr, die hören mich so krass? Ist das wahr? Sind es so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Ist jetzt egal. Halte ich nur bereit. Ich würde sagen, hier vernehmen wir vielleicht... Mann, jetzt schießen sollen wir da nicht. Nein, wieso hat er... Wie hat er das gesehen? Oh oh. Ey, dieser Yara, Alter, was macht die da? Wo hat die hingeschossen? Hä? Wo hat die... Schau, was? Oh oh. Reiter als der Türsteher!
Alter! Bruder, breiter als der Türsteher, ey! Mama mia, ey! Also heute muss ich sagen, ist Abby echt komisch zu steuern irgendwie, Alter. Die braucht gefühlt 10 Jahre Delay, Alter. EA-Server sind gerade am Start. Mann, ich habe heute zu wenig Zielwasser getrunken. Jawohl, der war gut. Nein! Eins, zwei, drei, weg. Wo ist am Stöhnen, Digga? Ist gerade gekommen, ist zum Orgasmus gekommen. Ganz ehrlich, Alter, wir brauchen ja nicht auf diese Larifari und leise ranschleichen und so. Hier wird jetzt einfach alles abgeschlachtet. Ganz einfach. Ja, schlag, stark, ey. Digga. Wo bist du? Oh mein Gott. Bam, hat der mich gerade erschrocken, Alter. Sieht der aus wie André Schürrle. Okay, hier sehe ich aber nichts. Wo sind sie hin? Ja, 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 ja. Ja, ich werde gleich aufpfeifen. Okay, so, da haben wir, glaube ich, alles. Also müssen wir jetzt in diese Richtung. Oha, Digga. Collateral? Collateral Double Headshot? Oh mein Gott. Guck jetzt. Alter, diese Waffe. Einfach zwei mit einem Schuss. Geisteskrank. Schneller als der Blitz. Wir sind schneller als der Blitz, Leute. Seht ihr das? Da war aber noch jemand. Frage ist halt nur, wo. Oh, da links. Ah, okay. Der war ein bisschen zu überhastet. Aber egal, die Waffe ist auch sehr, sehr nice. Die Waffe ist auch sehr, sehr nice. Guck mal, er sieht mich nicht. Oh nein, ich wollte die andere Waffe nehmen eigentlich. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Ha! Ey, guck mal, mein Zielwasser. Ich schwöre, ich krieg hier so eine Bombe von mir, Alter. Hier, Alter. Der Hund hat mich fast geholt, Alter. Nein! Ey, scheiße, wir brauchen unbedingt Leben, ne? Scheiße, wir können uns kein Leben herstellen. Gar nicht gut. Gehen wir zum Dorf. Mann, weil ich wieder so aggressiv sein wollte und einfach draufgerannt bin. Ey, Mann, eigene Schuld. Weil der mich so aufgeregt hat, der Typ. Ich hab den einfach nicht getroffen. Heute ist der aggressive Rillepeter am Start. Ja, scheiße. Hier gibt's halt leider einfach keinen Lappen. Ne? Wir brauchen halt wirklich den Lappen. Den wir aber leider nicht finden. Vielleicht da oben. Lass uns doch mal in Ruhe looten gehen, Leute. Vielleicht finden wir hier auch Leben. Obst, Gemüse. Schade. Wir gucken einfach mal alles in Ruhe hier. Ich muss sagen, jetzt zum Ende hin macht es doch Bock mit Abby. Anfangs war das sehr komisch, gewöhnungsbedürftig, wenn man die ganze Zeit Ellie gezockt hat. Ne? Versteht ihr, wie ich das meine? Bitte Lappen. Gibt doch einen. Jawohl, da ist der Lappen. Jawohl. Wisst ihr, wie wichtig gerade dieser Lappen ist? Wisst ihr, wie wichtig das war, jetzt gerade nochmal zurückzugehen und alles zu looten? Das war sowas von wichtig. Guck mal, hier liegt sogar auch noch eine. Oh, Leben liegt hier sogar. Krass. So. Jetzt können wir nämlich ganz easy einmal ein Medikit herstellen. Auch einmal zu uns nehmen, damit wir volles Leben haben. Und jetzt können wir weitermachen. Let's go. Okay. Es geht auf jeden Fall, denke ich mal, in diese Richtung hier. Das ist ja quasi das Vordorf. Das richtige Dorf, die richtige Insel. Ist ja, glaube ich, weiter hinten. Krass, wie die sich hier alles selber gebaut haben. Das sieht schon heftig aus, oder? Was sagt ihr, Leute? Richtig aus so einem Indianerdorf. Indianer. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Sag mir nicht, wir kamen von hierher und ich bin einfach so lost, ich wollte schon sagen, Alter. FBI, open up this door. Hier drüben. Oha, das ist so eine richtige Geheimtür, ey. Richtige geheime Tür. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh.
Arm, Alter, wird gerade operiert, dann auf einmal jetzt direkt schon wieder. Ah, guck mal hier, leckere Fische. Die haben hier noch Fische, Alter, krass. Krass, dass die einfach echt noch Fische haben. Ich habe gedacht, die werden schon alle verseucht, ne? Ich sehe keinen. Ah, die armen Schafe und so. Krass. Hey, Ziege! Hey! Na? Lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Schon mal die Ziegen begrüßen hier. Hallo! Hey! Mäh! Voll süß! Okay. Rein da. Oh mein Gott! Was ist passiert? Was ist passiert? War sie das? Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich hab sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Oh, der Arme, der Geist tut mir gerade voll leid, ey. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich will hier weg. Für sie zurück und dann passiert sowas. Mann, 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 Mann. Sehr traurig. Sehr traurig. Der arme Lev, ey. Auf geht's. Okay. Was ist los? Los? Überall auf dem Himmel. Bin ich mal gespannt, was Abby machen wird. Wird sie mit denen die Wolves töten? Oder wird sie jetzt auch die anderen töten? Nein. Kampfgeräusch. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Durch die Altstadt, Alter. Wie weit weg ist Haven? Einfach Altstadt. Nee. Weit. Das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Wir voran. Okay. Boah, ist das wieder krank, was mit den Blitzen und so hier, ey. Kylie wieder am Durchdrehen, Alter. Die merkt auch, hier geht was vor sich. Kylie? Beruhig sie mal ein bisschen, ich mache jetzt eine Tür zu. So. Boah, sie wieder grafisch gesehen. Mein Gott, Alter, man kann wirklich in jeder Folge nur von dieser Grafik reden, ne? Alter Schwede, guck mal, der Wasserfall, Massafall. Unnormal, unnormal. Wie lecker, Lev. Wir können, warte, wisst ihr, was auch mal können? Können wir ein bisschen die Patronen herstellen, ey. Diese kranke Waffe hier. Stell dir mal vor, Abby ist am Ende 31er und bringt Lev und Yara um. Stellt euch das mal vor. Ich bin echt gespannt, wie die jetzt weiter vorgehen werden. Guck mal, man darf hier bloß nicht weitergehen. Hier gibt es immer so viele Sachen zum Looten. Sogar ein volles Medipack lag da gerade. So, wir haben jetzt auch wieder voll viel Pillen, glaube ich, am Start. Wir können uns hier, guck mal, 135 Pillen. Wir können jetzt hier noch Bewegungsgeschwindigkeit, Impulsdauer hält länger, mehr Jagdmunition anfertigen, mehr Rohrbomben erben. Viele Sachen können wir echt nicht mehr kaufen. Mehr Bandpatronen, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Schnellere Bewegung in Bauchlage. Okay, komm. Kaufen wir uns einfach das hier mal. Schnellere Bewegung in Bauchlage. Mehr Messer anfertigen. Nee. Passt schon so. Erstmal lassen wir die anderen 45 übrig, würde ich sagen, Leute. Okay. Gehen wir mal weiter. Mach deinen Arm. Dann geht's gut. Alter, ist das hier aus. Yara.
Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Lust baut an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Sie führt uns. Das ist die Straße, Sinti. Jetzt bin ich mal gespannt, was Abby machen wird. Wird sie ihre eigenen Leute umbringen? Los, rein. Schnell. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Sieht aber wieder voll normal aus, ne? Das war ja hier auch dann quasi so eine eigene Stadt, die die dann umgebaut haben. Ich habe gedacht, die haben hier wäre gar nichts gewesen und die hat alles sich aufgebaut. Die haben sich alles hier aufgebaut, aber ist wohl doch nicht so gewesen. Guck mal, hier liegen ja überall noch ein paar Sachen auf dem Tisch, ey. Mama mia. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Wasser? Dann können wir uns rein theoretisch auch noch ein neues Medipack herstellen. Ja, das ist das falsche Bottle of Water. Okay, können wir uns hier nochmal. Zack. Bessere Waffe. Let's go. Lag da gerade was? Ah, jetzt können wir das wieder mitnehmen. Okay, jetzt haben wir noch Platz. Perfekt. Ist so gut, dass wir es angefertigt haben, Leute. So. Es sind so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Na, bei mir. Okay. Oh Gott. Alter. Wir müssen von der Straße runter. Ja. Abby. Hier lang. Oh oh, guck mal da oben. Blenden wir mit der Taschenlampe. Wir wollen sich einfach alle komplett auslöschen. Ja, wir gehen woanders lang. Unnötig, das ist, anstatt auf eine Lösung zu finden, die Welt ist sowieso schon am Ende und dann tut man sich noch gegenseitig umbringen, Alter. Das soll noch jemand verstehen, ey. So, auf der anderen Seite. So viele andere Probleme. Das ist schon sehr hart. Die Frage ist, wo wollen die jetzt hin? Warum gehen die nicht zurück zum Boot? Ich verstehe es nicht. Was wollen die jetzt hier machen? Mitkämpfen? Ja, ich mach kurz mit einer Hand den Zaun weg. Ja, ganz easy für mich. Ich bin Abby. Das ist gutes Nackentraining für mich. Ja. Sind die Wolves noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Ah, water. There's some water for our life. Okay. Aber hier können ja keine Infizierten sein, oder? Ich glaube, die haben ja die ganze Insel abgeräumt. Ja. Eigentlich voll schlau. Oh, einfach raus. Voll günstig, die Häuser. Würde ich mir gerne kaufen, eins hier. Bin ich bald auch bei den Scars, Leute. Leute, wenn ihr Kontakte habt zu dicken Immobilien oder Neubauten in Düsseldorf, schreibt mir. Hab eine. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Alter! Yara! Oh mein Gott, hat er sie um? Yara, oh steh auf! Yara, bitte! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich sehe jemanden! Ich hasse sie nicht hier! Zurück! Waffe weg! Los! Oh, Scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Oh mein Gott, Isaac auch noch! Ach du Scheiße, Digga! Ach du Scheiße! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen?
zwei. Ich werde nicht weggehen. Oh, der Arme, Alter. Nein! Was zur Hölle? Das geht nicht! Oha! Yara war noch am Leben! Isaac, dieser Wichser! Ich hab gedacht, der bringt den Kleinen ins Umlenken. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Das waren deine Scheißleute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Hart, Digga, wirklich. Das ist schon eine harte Stelle. Aber ja. Was du kannst. Ich hab alles, was ich brauche. Links ist Isaac, dieses Schwein tot, Alter. Aber wirklich sehr korrekt von Abby, Alter. Guck mal, die hat... Also, ich nicht von der Nase, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass die sich jetzt quasi für ihn geopfert hätte. Respekt. Das hätte ich nicht erwartet, Alter. Unser Isaac, dieses Schwein, Alter. Ich kann den kleinen Jungen einfach kaltblütig erschießen, Alter, das ist echt was. Das geht mir nicht in den Kopf rein, ne? Ohne Scheiß. Das geht mir echt nicht in den Kopf rein. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Oben ist ein Fenster, okay, das habe ich nicht gesehen. Krass, Alter. Dass Abby jetzt einfach ihre eigenen Leute umbringt. Ich finde das schon krass. Scheiße! Bringt dann einfach ihre ganzen eigenen Leute. Die stecken da drüben! Bruder, Alter. Die gerade einfach alle eiskalt um. Links von uns! Er hat ein Gewehr! Verflucht nochmal! Kommen die Schüsse her? Ah, direkt hier. Ich glaube, es ist Zeit für die Pumpgun. Scheiße! Es ist Zeit für die Pumpgun. Digga, die bringt einfach ihre eigenen Leute um, ne? Alter. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Brennt gerade alles, Digga. Heftige Scheiße, Alter. Rat die Stelle, geisteskrank hier. Oh, von wo, von wo? Ist der über mir oder was? Wo ist der? Alle, oder? Lev, das ist hart. Bist du noch da? Ja. Los, zum Ausgang. Aber ich bin ehrlich, Leute. Also, was für den würdet ihr denn handeln, Digga? Ich glaube, sie ist gerade komplett durcheinander und weiß gerade selber nicht, was sie tut. Heftig. Warte mal kurz.
Ich halte die Augen offen. Danke, ja. Das finde ich gerade heftig. Die heutige Folge perfekt. Also besser kann das Special ja auch nicht sein, Alter. Wieder passieren hier Dinge sehr, sehr, sehr knapp. Lass uns am besten nochmal alles nachladen. Munition wechseln wir mal. Sollte erstmal so passen. Dieses Helden. Noch ein ganzes Stück. Boah, Digga, Lev, ich bin so gespannt. Hol die Leiter runter. Ey, ich bin so gespannt, Alter. Ich bin richtig im Finale zu. Das ist so ein Feeling, Digga. Ich schwör, so ein Feeling hatte ich wirklich selten bei einem Let's Play, wirklich. Auch nicht bei teilweise The Walking Dead, auch nicht bei Uncharted. Das ist ja irgendwie ein ganz anderes Feeling, Digga. Das ist Next Level, Leute. Okay? Das ist Next Level. Hallo, hä? Dreht sich auf einmal um. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Lev noch sterben wird, Alter. Irgendein Gefühl habe ich. 74, Rückstoß. Vierfach Zielfernrohr. Okay, das ist ja vielleicht interessant für die Armbrust, so ein Vierfach Zielfernrohr zu haben. Damit wir vielleicht mehr Headshots aus weiter Distanz verteilen können. Alter, was? Ein Gerät, Alter. Ohne Scheiß. So eine Armbrust. Das hatte auch der eine von The Walking Dead gehabt, ne? Der auch bei dem Death Stranding Spiel ist, was wir vor ein paar Tagen auf Twitch gezockt haben. Okay. So, nehmen wir erstmal schön alles mit. Zack, zack, zack. Haben wir hier noch unten was? Nope. Dame. Okay. Da haben wir mal ein paar Sachen. Können wir noch irgendwas anfertigen? Ja, Leben wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben noch so viele von diesen Granaten, von den Feuerschüssen. Perfekt. Sagen wir, gehen erstmal mit der Pump dann raus. Aber halt nur mit der normalen Munition. Aber Isaac ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das Haven? Ja. Alter. Was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Sollten wir dahin, ehe alle weg sind, oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Wisst ihr, ich hätte es wirklich krasser gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die nicht gespoilert hätten, dass Abby das Ganze hier überlebt hat. Weil sie kam ja zurück zum Theater, habt ihr gesehen, mit Ellie. Ellie und Abby, die waren ja am Ende da. Und wir hätten das einfach offen lassen sollen, ob Abby überhaupt noch lebt. Und dann vielleicht wäre sie hier auf der Insel gestorben. Na super, wen bringen wir denn jetzt um? Ich weiß gar nicht, wen man umbringen soll, ne? Wir jetzt auch die Wolves töten? Wir müssen einfach alle töten, ne? Versuch's, verdammt! Bruder, wie die am Schreien ist, Alter. Das haben die so krank gemacht, Digga. Das gehört, wie die am Schreien waren. Jetzt müssen wir alle umbringen. Alles, was uns in den Weg kommt. Hart! Jetzt teste mal. Ach du Scheiße. Geht da jetzt so weit, der Schuss? Ja, guck mal, so weit geht das gar nicht. Wir müssen ein bisschen höher ziehen.
bisschen höher zielen. Die sieht uns, glaube ich, gar nicht, ne? Warum geht das denn nicht so weit? Man weiß echt nicht, auf wen man gehen soll, Alter. In sein Arschloch habe ich geschossen gerade. Hallo, beruhigt euch, ich gehöre zu euch. Beruhigt euch. Wenn du mich jetzt angreifst, ne? Warum machst du das, Digga? Warum? Müssen die da hinten irgendwie erstmal holen. Wo ist die hin? Ist aus dem Burgerladen, Alter. Ich bin schon wieder voll Hunger. Ich war gerade so geil in Düsseldorf essen, Leute, Alter. Wirklich unnormal leckere Nudeln. Ich glaube, es ist die letzte. Boah, ein dicker Burger, das ist KFC, glaube ich. Alter. Ich glaube, das ist echt KFC, ne? Netter Versuch. Boah, was gibt's denn hier? Lecker, bitte erstmal die Speisekarte. Oh mein Gott. Nicht nachlässig werden. Bruder. Alter. Was sieht das? Wirklich, das sieht sehr lecker aus. Boah! Was gibt's denn hier so? Bean and Cheese. Boah, Digga, das ist so mexikanisch, glaube ich. So Tacos, Macos, Nachos, Cacos. Du weißt, was ich meine. Alter, sah das gerade gut aus, ey. Genau, schön überall all you can drink. Schön nachfüllen alles. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Alles mit. Freunde, wer jetzt noch nicht geliked hat, ne, der hat echt ein Rad ab. Du müsst die Folge liken, Digga. Das ist einfach eine sehr kranke, kranke Folge heute. Ich hab eine Idee. Beruhig dich da erstmal. Also Lev wird zu 100% sterben. Das ist, kann ich mir zu 100% vorstellen. Boah, das ist ein Pferd. Ach geil, müssen wir jetzt mit dem Pferd durchhalten. Okay. Na gut. Lev, steig ab! Ja, kannst du reiten? Mehr oder weniger. Und würde sagen, das kann sie nicht. Kopf runter! Ja, das ist. Die Richtung vor. Nach vorne! Ab geht's! Bereit machen! Hallo, hallo! 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 Bruder, was geht hier ab, Alter? Boah, ist das gerade krank hier, Digga. Wirklich unnormal, unnormal. Unnormal. Oh, das Feuer sieht aus wie echt. Das Feuer sieht aus wie echt. Ich sag's euch, das Feuer sieht einfach aus wie echt. Alter, sieht das krank aus, das Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade ernsthaft sprachlos. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Vergiss es! Wir müssen weiter! Es sieht aus wie echt. Es sieht aus wie echt. Es ist unglaublich. Okay. Wir müssen hier raus. Abby, hier lang. Genießt einfach diesen Moment. Ich sag gar nichts mehr. Genießt diesen Moment.
so traurig, wie die sich hier alle umbringen. Alter, wie krank das aussieht. Das ist heute ein An. Das ist das Krasseste. Ey, wirklich jede 10. Folge, als würde ich das schon wissen, dass jetzt sowas Krankes kommt, Alter. Also, das Special ist wie angebracht heute, oder? Seid mal ehrlich. Sie wird uns retten! Oh-oh. Erlöse sie! Verräterin! Ihr sollt in der Hölle vor! Nein! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen. Kevin! Verreck. Die haben Headshot bekommen. Alter! Sieht das brutal aus. Viel Spaß mit der Granate. Wofür habe ich die denn, Leute? Deshalb. Okay, jetzt gibt es ein bisschen Pumpgun-Action. Boah, dicke Wassermelone. Oh mein Gott, ich voll Bock jetzt. Seid mir ehrlich, hätte jemand von euch auch Bock auf eine Wassermelone? Oder wie krank das hier einfach aussieht, Digga. Ich komme gerade ernst nicht klar. Wirklich. Es. Von allen Seiten, Digga. Wer hat das denn gesagt? Monster! Die Docks sind hinter dir! Aber das hätte ich wirklich nicht gedacht, ne? Von Abby, Alter. Guck mal, die bringt ja ihr ganzes eigenes Volk, sag ich mal, um. Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Das hier gerade krank. Ich komm nicht durch. Wo bist du? Was ist das? Unnormal, unnormal. Nein, oh mein Gott. Du bist eine Schande. Sei verdammt. Dreckige
mein Gott, nein, Alter. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Alter, guck mal dein Gesicht, Digga. Alter, Digga, der lebt trotzdem noch. Nein. Alter! Alter, was ist das für ein Tier, Digga, der Typ? Oh mein Gott, nein, nein, der wird sie jetzt umbringen. Oh mein Gott, der wird Lev da oben umbringen. Nein, Lev ist tot. Und dann ist er wieder. Digga, was ist das für eine Maschine, der Typ? Alter, Alter! Alter! Was ist hier los, Alter? Lev, geht's hier? Oh mein Gott, ich dachte, er hat Lev ins Gesicht geschlagen. Sie hat keine Ausrüstung mehr, ne? Mein Gott, Digga, das ist heute zu krass. Ich komm grad wirklich nicht auf mein Leben klar. Geht zur Seite mit Uncharted, Digga. Geht zur Seite, sag ich mal. Das ist einfach Next Level. Digga. Was war das gerade, Mann? Echt nicht mehr normal, ey, wirklich. Boah, guck mal, was hier alles passiert, bitte. Sprachlos. Sprachlos, wirklich. Was ein Feeling. Oh mein Gott. Geht es jetzt wieder zurück zu Ellie? Ach du Scheiße. Ach du verdammte Scheiße. Was war das gerade auf der Insel? Was ging da ab mit dem Feuer und diese Kämpfe mit dem Pferd? Unglaublich. Unglaublich. Was die Macher hier gezaubert haben. Oh mein Gott. Geh mir aus dem Regen. Oh mein Gott. Ja. Wisst ihr, was jetzt kommen wird? Jetzt kommt Abby dort an und sieht, wie Mel und Owen tot auf dem Boden liegen. Und dann sieht sie die Karte von Ellie aus dem Theater und dann geht's dahin. Das heißt, wir sind ja schon fast am Ende, oder?
Ich weiß es nicht, Freunde, aber... Oh mein Gott. Ja. Boah, wie hart muss das für sie jetzt sein? Sie kommt gerade aus der Insel. Jetzt kommt sie zurück und denkt, ey, ihre Freunde sind da, Mel und Owen. Und die liegen da beide jetzt tot auf dem Boden. Das ist schon hart. Das ist schon hart jetzt. Boah, ich hab grad voll das Herzklopfen irgendwie, ne? Oh mein Gott. Weil sie war ja nicht da gewesen, als Ellie gekommen ist. Und sie will sich jetzt voll die Schuldgedanken machen und denken, ey, wäre ich mal hier geblieben und... Boah. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Das wird jetzt krass werden. Das wird jetzt krass werden. Ist das... Oh mein Gott. Den haben wir mit Ellie getötet. Boah, das ist jetzt so krass, diese Parallele zu sehen. Alter, man hat den Hund voll gemocht. Bleib hinter mir. Einfach nur unglaublich. Und jetzt sehen wir, jetzt kommen die Parallelen zusammen. Oh mein Gott. Die Musik so perfekt eingesetzt. Boah, guck da mal, das kommt da das Blut drauf. Vorsichtig. Wir sind genau an der Stelle, wo es... Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Ich kann jetzt nicht weiterspielen, Digga. Nicht, dass das jetzt das Finale wird. Nicht das da.
Alles okay, Lev? Ja. Such weiter. Können wir jetzt nicht irgendwie in die Luft schießen, damit die uns hören? Klar, nach all dem, was jetzt hier passiert ist, ist das schon krass mit Abby und ich kann das auch zu einem gewissen Teil nachvollziehen, alles. Aber natürlich werde ich niemals Ellie hintergehen oder sonst irgendwas. Niemals. Niemals. Boah, stell dir mal vor, was ist... Ich will nicht weiterspielen, Alter. Lev hat einfach die Karte auf dem Boden. An die Leiter. Bereit? Ich will da nicht rein. Was ist das denn jetzt? Still jetzt. Was zur Hölle ist da drüben los? Uns verfolgt. Ach du Scheiße, jetzt sind die Fotos. Das sind Leas. Mission 2. Ihr Bild von Oberen Echo. Wir konnten Mission 2. Die Lade. Alter, bist tot. Das ist ein Massaker. Isaac ist tot, das ist ein Massaker. Vorsichtig, bleib nah bei mir. Boah, das ist gerade wie, als ob man das selber erleben würde gerade. Das ist unglaublich. Ein kleiner Fehler, den Ellie, das Leben von ihr und allen anderen kosten könnte. Einfach, weil sie die Karte da gelassen hat. Warum hat sie auf der Karte markiert, wo sie ist? Warum? Warum hat sie das gemacht? Kong hat selber schon nicht mehr klar, Leute. Mein Herz. Ich weiß nicht, vielleicht wird es schon das Finale, Alter. Ich weiß es nicht. Wenn ja, nimmt den Like-Button auseinander, Digga, Leute. Es ist gerade eine andere Liga, was wir gerade hier sehen. Oh Gott, da kommt jetzt hier Tommy. Ach du Scheiße. Glaubt, ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Scheiße, mach kurz die Facecam aus. Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs! Jesse, steh auf!
Ellie. Hände hoch oder ich erschieße ihn auch. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf, sofort. Tu nicht, was sie sagen. Halt die Fresse. Okay, stopp, stopp. Waffe runter. Waffe runter! Nein, nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Tommy ist tot! Mein Gott, bleib hier! Pass gut auf, sie darf nicht raus! Warum spielen wir immer noch die weiter, Mann? Bitte, Ellie, bring sie um! Schieß! Renn mir ja nicht weg! Dass wir immer noch die weiterspielen. Schieß sie ab! Hab dich! Ich greif nicht Ellie an! Verpisst euch! Ich mach das nicht, Digga! Hier! Bring sie um! Ciao! Ich bin raus! Ich bin raus! Bring sie um! Wir haben unser Ende! Wir haben unser Ende! Ich spiele das! Ich gehe doch jetzt nicht auf Ellie drauf, Digga! Was erwarten die von mir? Warum kommt denn jetzt nicht genau dieser Wechsel? Ey. Verschwind endlich! Okay, wir müssen sie dann, glaube ich, von hinten angreifen, aber... Alter. Ja, Ellie ist einfach zu stark für dich. Mann, hör auf! Hör auf! Scheiße! Miese Drecksau! Warum funktioniert das nicht? Warum muss sie überleben? Ey. Ach, Mann. Abby!
ich dich! Du bist tot! Oder Ellie, Digga, die ist einfach zu krank. Die ist zu krank, Digga. Ich geh ja nicht weg! Ey Leute, wir können das den ganzen Tag jetzt so machen, ne? Ist mir scheißegal, aber... Das... Das wird nichts! Alter, ist die... Bruder, das ist Ellie, Digga! Hau rein! Bruder, die ist zu krank! Oh mein Gott, wo ist die? Oh mein Gott, wo ist die? Bruder, ich krieg zu viel! Nein. Wer ist das? Was ist...
das das Baby? Hey, Kumpel. Das ist das Baby. Was ist los? Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut. Oh, wie süß. Was geht hier gerade ab, Alter? Ich hab gedacht, sie wird verrecken, aber Abby hat sie einfach am Leben gelassen, ey. Abby hat sie einfach am Leben gelassen. Ich hätte so 100% gedacht, dass Abby Ellie umbringen wird. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Schon das Ende. Sind wir durch, Leute? Krass, Alter. Dina! Ich bin in der Küche. Ah, was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey. Danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Meine liebe Dina, vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja so groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat, na dann viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen Ruhe brauche. Ich komme bald, sobald ich kann. Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen und wir tun das auch nicht. Wir lieben dich, du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf, solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich. Ellie und JJ. In Liebe, Robin. Für dich, Ellie und... Okay. Wie wär's mit Musik? Okay, jetzt muss ich aufpassen wegen Copyright, Leute. Darf da jetzt nicht. Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Okay, sorry, jetzt muss ich aber reden. Es tut mir leid, ich muss jetzt reden, Leute. Oh, verdammt, ja! Ja. Ich liebe diesen Song. Welcher Song ist das? Ist leicht zu Safe. Man sieht's an dir. Copyright. 1, 2, 3, Copyright. 1, 2, 3, Copyright. 1, 2, 3, Copyright. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Guck dir mal an. Oh, wow. Voll süß, der Kleine, oder? Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Oh Mann, Alter. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay. Geh. Okay. Ach du Scheiße. So, wir gehen mal weiter, Leute. Ich muss jetzt viel reden, es tut mir leid. Ich glaube, Olli ist noch draußen. Olli? Holst du ihn bitte rein? Hat sie Ja, klar. Gerade stand der auch schon da. Digga, ich bin gerade völlig neben der Spur. Es tut mir leid, wenn ich was nicht checken sollte gerade, aber ich bin gerade komplett neben der Spur. Und weiß gerade nicht, wo vorne. Wahrscheinlich auf dem Traktor. Oh, da ist keiner. Oh nein. Willst du Luft schnappen? Ich hab boah, wie schön das. Alter! Was zur Hölle? Wie krank sieht das denn bitte hier aus? Heilige Scheiße. Wie krank sieht das denn hier aus? Junge. Ey. Ich sag gar nichts mehr, Leute. Wir genießen einfach. Aber ich muss irgendwie sagen, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Warum habe ich das? Das schöne Haus, ey. Voll süß, der Kleine, oder? Dina plus Abby. Schreiben wir dich dazu.
JJ. So, jetzt ist es offiziell. Ich weiß nicht, was so gerade in meinem Körper durchgeht, ne? Hey, Ali. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ist Olli das Spielzeug gewesen für dich, also. Oder was? Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da unten in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Wie schön das einfach aussieht. Na, guckt's euch an. Das ist für mich kein Spiel. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Meine Kartoffel, meine Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. So ein großer Junge. Yeah, das ist mein Kumpel. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Warum sagt mein Körper immer noch, es stimmt irgendwas nicht? Warum sagt mein Gefühl mir gerade, wir gehen jetzt ins Haus und Dina liegt da jetzt tot? Warum? Digga, manchmal hasse ich mein Gefühl, ne? Weil es fühlt sich so sicher an, dass jetzt irgendwas passiert. Warum? Weil der Moment gibt das einfach. Man hat keine Musik im Hintergrund und gleich, boom, kommt der Schockmoment. Ich sag lieber gar nichts mehr. Ich bin gerade in einer komplett anderen Welt, Leute. Es ist gerade alles zu viel für mich. Oh Gott. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Okay. Okay. Mein Rücken. Schaffst du es? Ja, ich schaff das. Okay. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird, Leute, aber das sieht mir echt extrem nach dem Ende aus. Oh mein Gott, wie süß. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Oh, süß. Gut gemacht. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe! Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Aber wie haben die denn das Haus hier? Woher ist das Haus? Boah, sieht das krank aus, Alter. Wirklich. Sieht einfach nur unnormal aus. Zoe, Scheunenzeit. Ich krieg grad irgendwie Panik, Digga. Ich weiß nicht warum. Warum krieg ich Panik?
Es ist mir einfach zu ruhig. Es ist mir einfach zu ruhig gerade. Ich höre hier auch. Das sind die Pferde vielleicht. Ich dachte, Essen ist in der Scheune. Leute, ich weiß gar nicht, ob ich aufhören soll oder nicht. Oder ob das jetzt das Finale nicht, dass das Spiel noch 5 Minuten geht oder so. Und auf einmal habe ich schon ausgemacht oder so. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen lang, Leute. Es ist. Es ist gerade ein wunderschönes Feeling. So, wir müssen jetzt, glaube ich, alle Schafe einzeln auftreiben oder was? Dass die Daisy? Rein da. Boah, der dicke Eier, Digga. Wow, das sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. 1, 2. Ich höre lieber auf. Müde. Eugene. Hey, rein. Todd. Na, Bewegung. Ah. Wir haben viel zu viele Schafe. Boah, haben die alle dicke Eier? Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ich habe einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Können wir auch alle einmal auftreiben? Steht ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese. Sagt das Schaf, Mäh! Meint der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, Mom gefällt dir auch. So, alle sind drin. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Wer ist das denn? Ey, wir haben jetzt immer noch gerade voll die Panik, Digga. Warum? Unnötig. Hallo, kleiner Freund. Gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Sind wir jetzt durch? Das kann nicht sein. Bitte nicht. Okay.
Okay, Freunde, ich habe gerade mit Janina geredet, weil sie das Spiel schon durch hat und sie hat gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch circa 2 Stunden. Ich werde jetzt genau an dieser Stelle pausieren. Wir sehen hier, glaube ich, ein getötetes Kaninchen oder was das war. Unglaublich. Ich weiß nicht, was durch meinen Körper gerade geht, aber es war einfach eine kranke Folge. Das heißt, morgen und übermorgen werden dann wahrscheinlich die letzten beiden...